Das ist der Peter. Als der Peter noch klein war, hat der Peter immer davon geträumt, mal Lokführer zu werden, hat aber dann ganz was anderes gelernt. Und das ist der Markus. Der Markus ist Lehrlokführer beim Ausbildungszentrum von National Express in Wuppertal und der zeigt dem Peter heute, wie er Lokführer werden kann. Kannst du mal machen? Ich dachte, so ein Kammer tut nicht zur Sache. Doch, doch, ein Kammer. Sieger. Ich halte ihn nicht an. Wo mache ich denn eine Durchsage? Ja, das liegt zu 99% woran? An mir. Ja. Die Türen sind offen. Richtig, mit offenen Türen fahren wir nicht. Ja, hallo liebe Leute, ich bin der Swobo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier aus dem Ausbildungszentrum für Lokführer in Wuppertal. Und der Markus, vielen auch schon bekannt vom Kanal Jockey 2, hat auch einen YouTube-Kanal, hat uns heute eingeladen, ihn mal zu besuchen hier, mal zu schauen, wie es eigentlich ist, wenn man Lokführer werden will, was man da alles machen muss auf so einer Lok. Ich hatte vorher ja so ein Bild, ja, abbiegen muss man ja nicht, weichen werden ja gestellt. Man gibt ein bisschen Gas und bremst ein bisschen und kann zwischendurch ein bisschen Handy spielen. Das ist nicht so. Wir dürfen gerade mal während der Fahrt hier hin nach Wuppertal einen Blick vorne in den Führerstand werfen. Und dann hat er schon ganz schön was zu tun. Wir sind sehr gespannt. Und ich glaube, der Markus ist auch ganz gespannt, ob wir es überhaupt schaffen, virtuell jetzt hier im Simulator den Zug überhaupt aus dem Bahnhof rauszubewegen. Also seid ihr auch gespannt. Und ich freue mich, wir freuen uns, wenn ihr euch gleich hier gut unterhalten fühlt bei dem, was wir hier machen. Und je nach Zugtyp gibt es hier verschiedene Simulatoren. Das ist hier der vom 442. Wir sind auch gerade gefahren mit dem 442 mit der RE7. Und das hier ist der Simulator vom 462. Das ist der RRX. Genau. Und wir haben gerade ein bisschen aufgepasst auf der Fahrt hierhin, was man alles so machen muss. Denken wir zumindest, dass wir ein bisschen was mitbekommen haben. Und sind mal ganz gespannt, ne? Was das jetzt hier wird, was unser Lehrlokführer nach am Ende für eine Meinung von uns hat, ob das noch Hoffnung hat, dass wir noch mal umschulen. Und aufgeregt, Peter? Ja, und wie? Normalerweise in der Fahrschule gibt es ja immer erst Theorieunterricht und dann darf man erstmal in Straßenverkehr. Gut, ist ja auch der Simulator jetzt hier. Und wir dürfen jetzt hier ohne großes Theoriekenntnisse direkt ans Werk. Peter. Kann nicht schief gehen. So, bevor wir losfahren, müssen wir eins zwingend machen. Und zwar müssen wir für den Fahrdienstleiter per Funk zu erreichen sein. Du hast da deinen Fahrplan, da stehen alle Daten drauf. Nee, da, digital. Ah, da, den digitalen. Da stehen alle Daten drauf, die du brauchst. Und da steht ganz oben links eine Nummer, 24316. Ja. Das ist deine Zugnummer. Jeder Zug hat eine eigene Nummer. Okay. Und die musst du jetzt hier im Zugfunkgerät eingeben, damit, wenn der Fahrdienstleiter diese Nummer wählt, dich auch ans Telefon kriegt sozusagen. Ah, okay. Ja? Dann gehst du jetzt einmal bitte auf die 9, das ist für Data. Auf die 9? Ja, ja, genau. Jetzt gehst du auf 1 für ZN. ZN bedeutet Zugnummer. Und jetzt gibst du da die Nummer ein, die da oben im Fahrplan steht. Also 24316. Genau. 24316. Okay. Muss man sich denn dann melden mit seinem Namen oder muss man sich mit der Zugnummer melden? Zugnummer, dein Name. Okay. Und Peter, wie ist deine Zugnummer? 24316. Jawohl. Okay. So, jetzt stehen wir in einem Bahnhof. Das Signal vor dir ist also dein Ausfahrsignal, gekennzeichnet dadurch. Siehst du die schwarze Raute? Ja, die. Das ist deine Position des Zuges. Ja. Und die wandert nach oben, wenn du losfährst. Okay. Je nachdem, wo du halt gerade so bist. Und rechts über Laundorf steht ASIG. Das bedeutet Ausfahrsignal. Ja. So, und dein Ausfahrsignal ist jetzt grün am Blinken und ein weißer Punkt. Da sind ganz viele Informationen drin versteckt. Bedeutet, du darfst jetzt nicht mit Fahrplangeschwindigkeit, die ja mit 100 km/h angegeben wäre, ja, sondern du darfst nur langsamer fahren mit 80 km/h. Deswegen blinkt dieses grüne Licht. Ja. Jetzt fahren wir einfach erstmal los und gucken wir mal, was so passiert. Du musst noch mehr beachten. Wir haben ja gerade die PCB schon kennengelernt. Die zwingt dich jetzt, dass du nicht schneller als 45 km/h fahren darfst. Ja. Das geht dann irgendwann gleich weg und dann gilt das. Die PCB, okay. Die punktuelle Zugbeeinflussung, habe ich gerade schon gelernt. Das ist richtig. So, du musst jetzt muss ich hier was drücken? Ja, du musst die SIFA, das ist dieses Pedal da unten, das musst du drücken. Ja. Und innerhalb von 30 Sekunden einmal hoch und wieder runter. Jedes Mal? Ja, es gibt auch ein paar Klick-Klack, die fahren auch so, die fahren klack, 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 klack. Da wirst du wahnsinnig, ja, wie so eine Nähmaschine. Ja. Versuch irgendwie innerhalb dieser 30 Sekunden zu bleiben, aber mach das jetzt nicht jede Sekunde. Ja. Anfänger machen das häufig, weil die aufgeregt sind und nervös sind, da ist das völlig normales Verhalten. Aber versuch es immer weiter
irgendwann merkst du das auch gar nicht mehr. Ja. Da sind wir, heute ist Tag 1, Stunde 1. Also. Und, hast du selber gemerkt? Hupe. Genau. Zweiter Versuch. Das nehme ich dir jetzt mal weg. Diesmal nicht zu so schnell fahren, Peter. Jetzt kannst du ja, ich dachte, so ein Kamera tut nicht zur Sache. Doch, doch. Ein Kamera. Man fährt nicht. Ja, das hast du mir kaputt gemacht. Ist kaputt. Der Peter hat den Simulator geschrottet. Ja. Ach, guck mal. So, jetzt dreht mal unten drauf. Jetzt kannst du wieder übernehmen. Wie schnell darfst du jetzt fahren? Bei 85. Nee, 80. 80, genau. Lass dir auch immer ruhig 5 km Puffer. Aber hier steht 85. Nein, was hat das Signal denn gerade gezeigt? Das hat 80 gezeigt. Ja, genau. Ah, okay. Und dieses Signal gilt jetzt bis zu dem Yen. Das siehst du hier. Ja. 21,2. Bis dahin musst du die 80 km halten. Und Yen heißt Weiche, haben wir auch schon gelernt heute. Nee, Yen heißt Ende anschließender Weichenbereich. Oder so. Du wolltest ja auch richtig sagen hier. Genau. Du kannst ruhig 80 fahren, also das ist schon erlaubt. Und mach Spaß? Ja, wie? Sehr schön. Ich kann nur hier konzentrieren hier. Peter lächelt. Sehr schön. Und geht die Notbremse wieder los hier. Wenn ich ein Kamera drüber bin. Ja. Und jetzt stell dir noch vor, der Fahrdienstleiter ruft dich an, die Fahrgäste hinten klopfen. Wann sind wir denn da? Wenn der Zug steht. Genau, die klopfen auch, wenn der klopfen auch, wenn der fährt. Das ist das Schlimme. Hi, gib ihn. Das ist so, Hauptsignal erkennt man immer an diesem roten, weißen Mastschild. Dann weiß man, das ist ein sogenanntes Hauptsignal. Ich glaube, ich halte ihn nicht an. Boah, ich halte ihn nicht an. So, jetzt kommt wieder was Blinkendes, das sagt ihr, gleich 60 km/h fahren. Ab, ab sofort? Nein, das ist eine Vorankündigung. Das quittieren wir jetzt. Jetzt würde ich schon mal bremsen, weil du musst jetzt ganz schnell auf 85 km/h auf jeden Fall schon mal runter. Ich bremse ja hier da hinten, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja, der hat Bremsweg. Ne? Du hast eine Bremskurve, wenn du nie nicht einhältst, also nicht schnell genug auf 80 kommst, dann bist du so, bremst der Zug wieder. Und an dem Signal musst du 60 haben. Ne? Das heißt, du musst weiter bremsen. Ach so. Das ist nur das, was der Zug will. Das ist das, was die Strecke sagt. Also es ist wichtig, immer auf die Strecke zu achten und nicht nur jetzt auf den... Das hast du irgendwann verinnerlicht. Ja. Das ist halt das Wichtige, weil das ändert sich ja auch immer. Ja. Das kann jetzt auch mal Fahrt sein, je nachdem, welche Situation gerade draußen auf der Strecke herrscht. Und ab jetzt gilt 60? Ja, ab diesem Signal gilt 60. S bedeutet jetzt in dem Fall Steinberg, das ist eine Richtungsanzeige. Damit weißt du jetzt, dass du jetzt in dem Fall fährst du jetzt rechts rum. Du könntest auch geradeaus fahren, ne? Dann würdest du halt keine 60 bekommen, sondern dann dürftest du die 130 weiterfahren. Aber eine Weiche, da fährt man immer langsamer ein, in der Regel. Sie haben eine gewisse Geschwindigkeit, wofür Weichen ausgelegt sind. Es gibt auch welche, da kannst du mit 120 drüber fahren. Es gibt welche, da ist bei 40 km/h, da knackt schon alles. Da kommt ein P, das ist eine Pfeiftafel. Du müsstest jetzt also einmal pfeifen, auf unten drauf treten. Ja, den ja. 40 Sekunden oder 3 Sekunden reicht. Hier ist 85,4. Genau, 85,4. 85 musst du die Geschwindigkeit halten, die 60, und danach kannst du wieder Fahrplangeschwindigkeit fahren. Also 130 wieder? Nee, 100. Na, 100, die 100 ist 100. Ja, du bist noch. Ah, okay. Gepfiffen hast du deswegen, weil hier so ein Bahnübergang ist, hier mit Drängelgitter und allem. Ja. Damit die Fußgänger wissen, da kommt ein Zug. Oder ist ja keine Ampel, keine Schranke, kein nix. Genau, jetzt kannst du wieder die 100 fahren und du siehst schon, bei 87,2 darfst du sogar auf 130 beschleunigen. Ja, liebe Leute, hättet ihr erst gedacht, dass das gar nicht so einfach ist, beziehungsweise der Peter hat den Zug ja ans Fahren bekommen, was man alles beachten muss. Und wenn der Markus nicht daneben stehen würde, den nächsten 100 Meter, würden wir bestimmt wieder stehen hier mit dem Simulator. Und ich bin auch schon ganz aufgeregt, ich bin ja wahrscheinlich gleich auch an der Reihe. Und ob ich ein bisschen was gelernt habe, jetzt beim über die Schulter gucken hier bei Peter. Da kommt jetzt gleich eine 10. Wir haben ja gelernt, dass wir immer eine 0 hinten dran setzen müssen. Ja. Das bedeutet dann also, da wird vorangekündigt, dass gleich 100 kommt. Ah, okay. Dann muss ich schon runterbremsen. Ja, kannst du mal langsam runterbremsen, weil wir haben ja hier diese Magneten auch überall an der Strecke. Da kommen sie nämlich jetzt. Und wenn du da zu schnell drüber fahren würdest, die beiden, die da gerade kommen. Ja. Dann würdest du eine Zwangsbremse kriegen. Da gibt es eine gewisse Toleranz, aber ab dem Signal gleich gelten. Guck mal, hochkonzentriert der Peter hier. Ja, sehr. So, da kommt jetzt die 100. Ab diesem Signal da, ab dem Schild, musst du dann halt dann die 100 fahren. Ab hier. Ich habe ja Ärger von Markus. Ach. Wenn ich jetzt hier. Du machst das für das erste Mal gar nicht schlecht, wenn ich das mal so sagen darf.
Ist das so, dass du manchmal mit dem Zug bremst und es passiert nichts? Ja, Mutter mit Kind, hast du gesehen? Fahr vorsichtig. Sie fahr. Du hast ja gar nicht angehalten. Nee, das Signal kommt auch immer näher. Jetzt hast du schon den 500er gefressen. Und ich sag noch Mutter mit Kind und lässt die einfach stehen. Das hast du aber Gott sei Dank geschafft, vor dem Signal zu machen. Aber nicht du hast das geschafft, sondern der Zug hat gesagt, ey, da ist rot, der fährt viel zu schnell, da müssen wir eingreifen. Der hat mich auch abgelenkt hier. So, das war schon die erste Fahrt. Einfach nur mal so zum Reingewöhnen. Ja. Das habe ich jetzt zu Ende, wie du siehst, der Fahrplan ist vorbei. Also das ist ein Ausfahrsignal, weiter geht's jetzt nicht. Die Fahrt endet hier. Ja, schön. Ja, liebe Leute, wir haben ja gerade schon gemerkt, wenn man die Schilder hier im Zugverkehr nicht beachtet, die Signale, dann hat das direkt eine Konsequenz. Dann entscheidet der Zug, pass mal auf, mein Freund, das geht hier so nicht. Wenn es das im Straßenverkehr geben würde, wären wahrscheinlich die Straßen auch einige sicher. Und ich habe den Markus gerade schon gefragt, die Lokführer sind nachweislich wohl auch die besseren Autofahrer, weil sie gewohnt sind, sich immer an den Straßenverkehr die Regeln auch zu halten. Ne? Rot ist rot und Vorfahrt achten ist Vorfahrt achten und so weiter. Selbst als Fußgänger bleibe ich im Regen vor einer roten Ampel stehen. Ja, das ist einfach so drin ist. Ne? Ja, genau. Das ist am Exau auch keine Toleranz. Ne? 45 oder 40 war angezeigt, ich war 1 km/h drüber, beim Auto bin ich gewohnt. 5 km/h kannst du auch mehr fahren, kannst du auch 55 fahren, wenn 50 steht. Ne? Aber hier nicht. Interessant, wenn die Technik sich in den Straßenverkehr irgendwann durchsetzt. Ne? Die Autos werden ja immer moderner, immer digitaler. Wenn du bei Rot über die Ampel fährst, dass dein Auto dann entscheidet, pass mal auf, ich mache jetzt automatisch eine Meldung und dann kannst du das wird direkt von deinem Konto abgebucht, so ungefähr. Ne? So, jetzt stehen wir hier. Was für Informationen können wir denn hier jetzt schon ableiten? Was haben wir schon gelernt? Also ist schon mal Bremsweg 400 Meter. Genau, also keine 1000, sondern du hast jetzt schon nur noch 400 Meter. Ja. Wie schnell dürfen wir jetzt fahren? 60. Richtig. Wie schnell dürfen wir ab dem nächsten Signal fahren? 30. Sehr gut, genau. Das heißt, jetzt darfst du 60 fahren, kommst du am nächsten Signal an, musst du 30 km/h drauf fahren. Aber wann kommt das nächste Signal? Das kannst du in deinem Fahrplan sehen. Ich meine, in den jetzt? Ja, genau, weil du bist jetzt am Einfahrsignal. Ja. Und wo ist das nächste Signal? Ah, ja, hier oben. Nein. Du bist ganz unten. Ich bin hier unten, 60. Ja, die Raute. Ja, und die nächste kommt dann hier? Nein. Also, okay. Z-Sig bedeutet Zwischensignal. Das ist aber auch ein Signal. Zwischensignal. Also in 40,5. So, dass wir gesehen haben, dass das nächste Signal 30 km/h haben wird, müssen wir ihm bestätigen, indem wir hier Wasser ziehen. Okay. Dann geht auch hier der 1000-Hertz-Magnet an. Daher weißt du, der Zug hat gecheckt. Ich weiß, dass ich gleich 30 Hertz fahren darf. Ab wann muss ich das fahren? Ab dem nächsten Signal. Das kommt ja da. Ah, da kommt das Signal. Genau. Okay. Da lohnt sich gar nicht, auf 60 hoch zu beschleunigen. Nein, natürlich nicht. Ne? Ich fahre auch immer nur 30, weil du musst ja überlegen, du hast eine Information, 60 km/h auf dem Fahrplan. Du hast eine zweite Information, 45 km/h maximal am Zug und die Strecke gibt dir 30 km/h vor. Natürlich gilt immer die niedrigste Geschwindigkeit, logischerweise. Aber das meine ich gerade mit vielen Informationen verarbeiten, dann entscheiden, welche ist für mich die relevante und daraufhin dann die Entscheidung auch treffen, wie schnell darf ich fahren. Bei dem Kölner Hauptbahnhof müsst ihr mal in Realität auch darauf achten, ist gespickt mit diesem sogenannten Sperrsignal. Das sind diese kleinen, die unterm Dach hängen oder hier an dieser langen Stange sind. Damit kann der Fahrdienstleiter entscheiden, wie weit du fährst. Dann halt. Und das nächste, was jetzt kommt, ist auf Halt. Da musst du auf jeden Fall vorher anhalten. Da rechts unterm Dach hängt das nämlich. Das ist normalerweise mit zwei weißen Lichtern. Da musst du auf jeden Fall vorher anhalten. Vor dem Signal? Ja. Da hast du nicht drüber fahren. Und das Gemeine ist, normalerweise musst du jetzt Fahrgäste rein und rauslassen. Jetzt guck mal aus dem Fenster und jetzt siehst du, ja, du bist mit deinem ganzen Zug noch gar nicht am Bahnsteig. Die letzten vier Türen, wenn du die jetzt aufmachen würdest, würden die Leute in die Gleise plumpsen. Ja. Das heißt, es ist so eine Prüfungsgeschichte jetzt, wo du testest, ob der Kandidat hier auch wirklich guckt oder aber nur Körper drückt. Genau, weil jetzt ist umgesprungen. Normalerweise hätte er jetzt den Fahrdienstleiter angerufen, ey, warum ist das Signal auf Rot? Ja. Und dann sagt er, alles klar, ich mach dir helle. So sagt man umgangssprachlich, ja, dann hast du halt ein weißes Licht und jetzt kannst du... Und jetzt kann ich reinfahren bis zum Orientierungszeichen. In Köln gibt es am Ende des Bahnsteigs sogenannte Orientierungszeichen. Da steht dann deine Länge drauf und dann musst du dann anfangen. Was ist eigentlich richtig? Lokführer? Zugführer? Was sagt man? Das kommt darauf an, ob es ein lokbespannter Zug ist, dann ist es ein Lokführer. Ach so, okay, ja. Ist es ein Triebwagen, ist es eigentlich ein Triebfahrzeugführer. Ja. Und ein Zugchef, also das, was du musst, das Orientierungszeichen ist da, wo die 420 auf dem Signal steht. Bis dahin musst du fahren. Siehst du die? Ja. Das ist das sogenannte Orientierungszeichen hier in Köln. Wo war ich stehen geblieben? Es gibt ja noch einen Zugführer, ist der in dem ICE mit dem roten Ärmel. Achso, okay. Der ist auch der Zugchef. Also der Lokführer Triebfahrzeugführer hat eigentlich gar nichts zu sagen. Okay. Der steuert wirklich nur den Zug. Der Chef des Zuges ist beim ICE der mit dem roten Ärmel. Okay. Der entscheidet über alles. Ja. Aber die originelle Berufsbezeichnung ist Lokführer, sagt man. Ja, das ist auch so. Das ist halt nur so gewachsen. Ja. Du darfst also dich rangierfahrtechnisch bewegen. Du darfst auch über das Signal drüber fahren.
Über das Rote? Ja. Ja. Würdest du allerdings nichts machen, wie du siehst, unten diesen Magneten wieder im Gleis. Ja. Fährst du da drüber, kriegst du sofort eine Zwangsbremse, weil du über Rot gefahren bist. Okay. Du kannst das aber umgehen, indem du die sogenannte Befehlstaste betätigst. Die drückst du und hältst sie gedrückt. Ja. Und sobald hier im Display Befehl auftaucht, das ist ein weißes Feld, da steht dann Befehl, kannst du diese Taste wieder loslassen. Okay. Du umgehst sozusagen die Beeinflussung durch diesen Magneten mit dieser Taste. Ja. Da kann man über ein rotes Signal fahren. Da kannst du auch über ein rotes Signal fahren. Das heißt, wenn jetzt einer die böse Absicht hat, wirklich einen Unfall zu verursachen als Lokführer, könnte er einfach diese externe Überwachung aussetzen. Genau. Weil es ja immer heißt dann in den Medien, ja, können wir uns gar nicht erklären, es gibt auch die Sicherungsanlage, die kann man umgehen, bewusst. Das kannst du. Du kannst auch die komplette Zugbeeinflussung ausschalten. Ja. Ganz abschalten, das geht auch. Also eine Amokfahrt, so ein Lokführer wird demnach ja dann... Und die Weichen nicht stellen, ist schon klar. Genau, also der Fahrweg, den kann er natürlich nicht beeinflussen. Und die anderen Züge, der wird es ja merken, der Fahrer genau. Wahrscheinlich. Und wenn er die anderen Züge beeinflusst. Auf irgendeinem Bockgleis oder sonst irgendwo hinlassen, wo nur du Schaden nimmst. Ist halt für die Leute, die hinten drin sitzen, auch ein bisschen doof. Aber die Strom können sie dann wegschalten wahrscheinlich, oder oben, oder auch nicht? Ja, das kann der Fahrweg leider nicht so einfach. Aber selbst wenn, du hast ja eine gewisse Geschwindigkeit dann auch irgendwann drauf, bis sie das merken. Ja. Und ein Zug, du kannst, wenn der Zug steht, so wie jetzt, und hat keine Bremse angelegt, kannst du den anschieben. Das glaubt man gar nicht. Du kannst dich hinten hinstellen, eine Person, und kann diesen Zug anschieben. Ja. Der hat so gut wie null Rollwiderstand, weil die Räder sind konvex und liegen auf der Schiene mit einem Millimeter überhaupt auf. Also das ist nicht das ganze Rad, was plan liegt, sondern das ist ja nur so ein Kreis, so ein Halbkreis. Und dementsprechend hat der so gut wie null Reibwiderstand. Der fährt auch, wenn du dem 1 km/h gibst, dann fährt der kilometerweise 1 km/h. Wenn bergauf natürlich nicht, ne? Also du musst schon eine kleine Strecke haben, aber der würde rollen. Ohne Problem. Gibt es da auch dann so psychologische Tauglichkeitstests? Über Bibel zwischendurch? Dann, aber solche Sachen, das ist ja eine Waffe, wenn du so willst, ne? Wenn man das in falsche Hände gerät. Regelmäßig zum Bahnarzt und da wird schon auch im Vorfeld schon sehr drauf geguckt. Ja. Ist meines Wissens nach auch noch nie vorgekommen. Noch nie vorgekommen heißt nicht, dass es mal vorkommt. Ja. Aber das ist deswegen eingeführt, weil wenn zum Beispiel Rangierloks immer hin und her fahren, dann müsstest du jedes Mal die ganze PCB neu umrüsten und sowas alles, tausend Sachen machen, und um das zu umgehen, machen die vorne und hinten das Licht auf weiß, beides sind Spitzen in dem Fall im Moment, und dann können die hin und her fahren, ohne jedes Mal so eine Beeinflussung zu kriegen. Ja. Dafür ist es gedacht, deswegen kann man das. Ja. Aber ansonsten ist das eigentlich so nicht vorgesehen. Wie heißt denn dein Zug jetzt, Peter? Mein Zug? Wenn du ans Telefon gehst gleich, kannst du nicht sagen, hier ist der kleine Peter. Ja, 32 44 7. Das ist echt spannend, ne? Ups, es klingelt. Hallo, hier ist Peter vom Kanal Black Max. Durchgefallen. Hallo Kollege, der Ein- und Ausstieg der Fahrgäste ist abgeschlossen. Du hast die Zustimmung als 32447 auf Gleis 8 in Köln zur Rangierfahrt ins BBF. Oh mein Gott, kann ich keine merken, hey. Hallo Kollege. Das war schon. 32447 Rangierfahrt in Köln auf Gleis 8. Ja, richtig. Das würde ich jetzt wieder sagen. Also wenn du das richtig wiederholt hättest, wir tun jetzt mal so. Und dann ist die Sache, gute Fahrt. Und dann legst du auf und dann darfst du fahren. Und wenn man vorhin schon mal gefragt, du hast gesagt, 21 Jahre muss man alt sein, bevor man ein Lokführer werden darf, beziehungsweise dann wirklich auch alleine fahren darf. Genau. Und ist das sinnvoll, vorher eine andere Ausbildung zu haben? Habt ihr Erfahrung, dass Leute, die eine technische Ausbildung haben, da geeignet dafür sind als der Kaufmann? Oder kann man das überhaupt nicht? Das kannst du so nicht sagen. Wir haben teilweise Leute, die sind vorher Dachdecker gewesen, Bäcker gewesen. Ich war früher davor Zahntechniker oder habe halt für die Bank gearbeitet. Hatte also mit dem Bereich auch überhaupt nichts zu tun. Das ist völlig egal. Deswegen macht man ja die Ausbildung, weil da kann man ja dann relativ schnell sehen, ist das was für jemanden. Mhm. Es gibt auch Leute, also ich zum Beispiel würde nie zu DSDS gehen. Warum nicht? Weil ich nicht singen kann. Ich weiß das. Es gibt aber viele, und davon lebt die Sendung, die das nicht einschätzen können und dahin gehen und sich zum Hampelmann machen. Ja. Dieses Phänomen hast du bei Lokführern auch. Es gibt manche Leute, denen musst du halt dann irgendwann mal klar machen, boah, also so im Büro wäre besser für dich. Ja. Deswegen macht man die Ausbildung, weil da kann man relativ gut aussieben. Ja, diesen Test, den ich vorhin gesagt habe. Ja. Du musst zum Bahnarzt, du musst zum Psychologen, du musst die ganzen Inhalte schulisch, du musst jedes Mal eine sogenannte LEK schreiben, also eine Lernerfolgskontrolle, also so Tests zwischendurch. Ja. Und man kann schon relativ schnell sagen, ist das was für jemanden oder ist der Hopfen und Malz verloren.
Und kann man sagen, dass es eine Quote gibt, wo ihr sagt, jedes nur 10% oder so? Ja, ich kann dir meine Quote geben. Als ich angefangen habe damals und habe mich vorgestellt, waren wir in dem Raum 94 Leute. Mhm. Geschafft haben es 9. Oh, das ist aber heftig. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte mal gesagt, umgekehrt gedacht, so von 100 vielleicht. Nee. Damals 10 nicht. Das war meine Quote damals, als ich das gemacht habe. Das liegt dann, die ersten kommen am nächsten Tag schon nicht wieder, weil sie wissen, oh, ich muss ja richtig viel lernen. Ja. So, da fallen schon mal einige weg. Dann kommt der Bahnarzt. Ja. Der siebt auch noch mal relativ viele Leute aus, tatsächlich. Ja. Ist das mit Frauen im Beruf? Gibt es Lokführerinnen bei der Schnellexpress? Ja, relativ viele mittlerweile sogar. Das ist relativ attraktiv geworden. Ja. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Die Frauenquote hat sich rapide erhöht. Wir haben aber auch ein bisschen was dafür getan. Es gibt diese Boys and Girls Days, wo die Kinder schon in der Schule schon in Berufe geswitcht werden. Die Krankenschwester ist dann in dem Fall mal männlicher oder bei Lokführern mal ein weibliches Geschöpf dann bei uns. Das wird ja dann getauscht, um die Leute einfach auch mal so ein bisschen dahin zu kriegen, um die Angst zu verlieren davor, weil so schwer ist es ja dann eigentlich gar nicht, wenn man sich dafür interessiert. Nee, das ist ja Kopfgeschichte, jetzt keine körperlich anstrengende Arbeit in dem Sinne. Genau, und das funktioniert auch ganz gut und das geht jetzt schon über sehr lange Zeit so und das trägt jetzt halt auch immer mal Früchte. Ne? Mhm. Das funktioniert ganz gut. Aber werden gesucht, ne? Also es ist ja nicht so, dass es der Markt jetzt mit arbeitssuchenden Lokführern überquillt oder umgekehrt, ne? Unternehmen suchen Lokführer. Ohne Ende. Das ist halt, weil die DB damals seinerzeit das Ganze verschlafen hat. Wir haben genug. Und jetzt gehen diese Leute alle in Rente. Ja, und das ist das Ergebnis, was wir jetzt derzeit haben. Und das ist erst der Anfang. Liegt sich das denn jetzt positiv auf die Bedingungen aus für Lokführer, dass man sagen kann, okay, dann macht ihr mir jetzt hier die Tasche voll? Oder sie im öffentlichen Dienst sagt man, ja, wir haben nichts, um die Tasche voll zu machen. Das ist so beides. Wir brauchen dich, aber dem tun wir dir dafür auch nichts. Das ist jedes Jahr im Prinzip das Gleiche. Die GDL geht jedes Jahr dann in die Verhandlungen, fordert, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen 15%. Der Arbeitgeber sagt, wir geben 0,2 und man trifft sich dann bei 5. Ja, so, je nachdem. So, und dann, so in diesem Rahmen bewegt sich das dann meistens. Na, da gibt es auch noch viele Sachen wie sieht das mit Urlaub aus? Da wird noch ein bisschen verhandelt. Mhm. Oder Arbeitszeiten generell. Oder Pause auf dem Zug ist momentan ein ganz großes Thema, was der Arbeitgeber natürlich gerne möchte, weil das natürlich charmant ist, für ihn das zu planen. Ja. Der Lokführer aber sagt, nee, Moment mal, Pause heißt für mich, ich kann machen, was ich will. Ja, wenn ich jetzt in der Walachei auf irgendeiner Wiese stehe, ich kann mir nichts zu essen kaufen, ich kann nicht auf die Toilette gehen. Im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt im Güterzug zum Beispiel bin und. Das sind alles so Dinge, die dann auch mit in die Verhandlungen reingehen. Ne? Und da ist die GDL schon relativ gut, was das angeht. Wenn ich mir überlege, was ein Lokführer früher verdient hat, da sind wir schon richtig auf einem guten Weg tatsächlich. Du wirst da nicht reich mit, das ist schon wie bei vielen so, aber es ist schon relativ attraktiv. Also man kann eine Familie damit ernähren. Und definitiv, ja, genau. Ja, Peter, wo ist der Vertrag, ne? Da muss man gucken. Na, Steffen? Wie fühlt man sich so? Alles im Griff. Ja, ja. Was ist eigentlich, wenn ich an beiden Seiten die Türen aufmache? Fallen die Türen aus dem Zug? Wahrscheinlich durchgefallen. Geht wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Wo mache ich deine Durchsage? Du kriegst jetzt erstmal eine Ansage. Wo sind die ganzen roten Knöpfe? Erstmal kriegst du eine Ansage, keine Durchsage. Eine Ansage jetzt, ja, sicher, ja. Durchsage. Eine Ansage kriegst du jetzt gleich. Ah, ja, wenn man da sitzt, sieht die Welt auf einmal ganz anders aus, als wenn man dahinter steht. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Phänomen, wenn du in einen Bahnhof reinkommst und du kommst immer auf Gleis 3 rein, dann weißt du, wie das da aussieht. Wehe, du kommst mal auf Gleis 4 rein, dann hast du das Gefühl, du bist noch nie in diesem Bahnhof gewesen. Ja. Total irre. So. Ich gucke jetzt mal, Türen sind zu. Genau. Ich dürfte laut Fahrplan 100 fahren, stehe im Bahnhof. Genau, wir haben jetzt knapp 8 Uhr. Laut Fahrplan, deswegen ist das auch jetzt gerade die aufgehende Sonne. Du fährst quasi dem Sonnenaufgang entgegen. Und ja, jetzt musst du deine Zugnummer anmelden. Zugnummer anmelden. Die Zugnummer habe ich ja hier oben, 89303. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Data. Genau. Würde der Zug ohne Anmelden auch losfahren? Ja, klar. Also, dem Zug ist das wurscht. Das wäre dem Zug total egal. Also mit Sicherheit, so was wir als normaler Bürger so meinen, ist alles abgesichert, digital und so und hier und da. Es ist schon eine ganze Menge. Es ist sehr viel abgesichert, aber du kannst nicht alles absichern. Ja. Weißt du, wenn der Lokführer keine saubere Unterhose hat, dann kannst du auch nicht sagen, der Zug fährt jetzt nicht aus dem Grund, wobei das manchmal sinnvoll wäre. Ja, egal. So, jetzt bist du immer noch in der Zwangsbremsung. Die müssen wir einmal auflösen, indem du den Hebel mal auf 0 machst. Dann muss sich die Luft, die Leitung wieder füllen. Muss man mal zweimal drücken. Du hast ja genug Zeit, Gabi, vorzubereiten, ne? Ich hast jetzt offen ein Messer springen lassen. Ich habe nächtelang geübt. Sie war. Ich trete doch ständig. Was hat er denn? Dein Nachchef? Doch nicht so einfach, ne? Doch. Ja, ist klar. Meine erste Fahrt, hallo? Ja, bei mir ja auch. Ich habe schon 10 Fahrten gemacht. Hm.
Auf den Punkt, Peter. Siehst du das hier, was dein Chef macht? Ja, du hast jetzt aber auch alle Fahrgäste hinter dir an der Tür, ne? Ja. Aber eine Notbremsung. Ja. Aber guck mal, ich darf Tunnel fahren, Peter. Ja, sehr gut. Ich soll nicht Ruhe machen, wenn ich da mal durch. Signal verfehlst, ist für dich der Tag beendet. Ja. Und in der Regel mindestens 1 bis 2 Wochen auch. Ja. Weil du dann eine Nachschulung bekommst. Ja. Da wird nochmal intensiv Theorie gemacht, danach nochmal intensiv Fahrpraxis. Und wenn das alles zur Zufriedenheit abgeschlossen ist, dann darfst du weitermachen. Das heißt, das unterlässt man tunlichst, wenn man keine Lust zu hat. Genau. So, Arbeitsschicht sind ja 8 Stunden, denke ich mal. Oder sind die noch länger teilweise? Bis zu 11 Stunden teilweise. Bis zu 11 Stunden? Mit Power ist da, denke ich mir, schon mal so ganz schön viel konzentrieren. Ne? Ja, ja. Für mich ist das sowieso mit dem ganzen Eindrücken, aber das ist ja nicht ohne, oder? Also muss man schon mal ausgeschlafen sein, wenn man eben hier. Definitiv. Es gibt bei uns auch die Regel, wenn du wirklich nicht ausgeschlafen bist. Es kann ja mal sein, keine Ahnung, du legst dich abends hin und du kannst einfach nicht schlafen. Und du kommst nicht in den Schlaf und du wachst morgens auf und hast Augen wie Telamin. Dann hast du dich gefälligst krank zu melden. Das ist in der freien Wirtschaft was anderes. Da sagt man ja, solange du den Kopf noch unter dem Arm tragen kannst, ja, kommst du bitte zur Arbeit. Das gilt für Lokführer nicht. Also wenn du wirklich nicht ausgeschlafen bist und dich nicht konzentrieren kannst, kommst du nicht zur Arbeit. Hier musst du übrigens anhalten. Die Leute wollen ein- und aussteigen. Wieso? Aber was ist das? Sag ich dir sofort. Ich habe im Fahrplan, okay, da wird wegen dem Zeichen da. Nein, du bist jetzt in Frellendorf. Du hast in Frellendorf? Nee, Heinhalt ruhig. Ja, weil ich wollte keine Vorderhose machen. Achso. Oh, gut. Die Mutter geht nicht wieder an den Feld. Du hast in Frellendorf eine Ankunft- und Abfahrtzeit in deinem Fahrplan. 8:10 kommst du an und 8:11 fährst du weiter. Wenn du das da drin stehen hast, musst du an diesem Bahnsteig anhalten. Auch wenn ich schon zu spät bin. Auch wenn du zu spät bist, natürlich, weil die Leute wollen ja trotzdem zur Arbeit. Der Bus in Münster fährt manchmal einfach vorbei, ne? Und lässt mich da stehen. Von ja, gut, das ist natürlich hier. Der hat keine Überwachung. Ne, dementsprechend müsstest du jetzt einmal die Türen aufmachen, einmal die Leute rein und rauslassen. Mutter und Kinder zuerst, fährt nicht weiter. Ja, das liegt zu 99% woran? An mir. Ja. Die Türen sind offen. Richtig, mit offenen Türen fahren wir nicht. Wir sind ja kein Paternoster. Raudi. Ja, dann kannst du Vollgas geben bis 17,3, wie du im Fahrplan siehst, weil dann gelten 80. Die werden ja an der Strecke auch signalisiert. Ja, gut. Die Null denken wir uns dran. Jetzt kommt ja sofort 17,3, da schon 17,4. Genau, und ab 18,1 oder was das ist, darfst du dann 140 fahren. Macht Spaß. Wir brauchen auch so einen Teil für den Keller. Es gibt viele Lokführer, die so verrückt sind und sich einen Teil zu Hause hinbauen. Aber ganz ehrlich, wenn ich von der Arbeit komme, reicht es auch mit. Nee, aber so ein Zugsimulator zum Spielen. Ne? Ja, ja. Wir haben jetzt auch ein paar Fachbegriffe gelernt. Glauben wir, wir wissen was. In 2 Stunden ist vergessen, aber. Da ist der Langkampfer der Baden mit 40. Ja, genau. Schon müssen wir wieder quittieren, dass wir das gesehen haben. Dann geht wieder die Überwachung an. Weil wenn du diesen Hebel nicht ziehen würdest, dann würde der Zug denken, du hast das nicht gesehen mit der 40. Ja. Dann halten wir den lieber mal an, bevor der zu schnell fährt. Ja. Was ist eine schöne Gegend, Peter, hier. Ja. Müssen wir mal hin. Auf jeden Fall. Lauendorf. Ist das hier in der Nähe? Das sind fiktive Strecken. Das Einzige, was wir vorhin hatten, war das in Köln. Ja. Das war, wie gesagt, war das auch so teuer, weil das halt reell ist. Ja. Alles andere gibt es so in Wirklichkeit nicht. Dann sagen wir nächstes Mal, wenn wir in Lauendorf im Wald gezeltet. Findet dann keiner. Ab Signal dann 40, ne? Ja. Ich habe ein Einfahrtssignal und ein Ausfahrtssignal, also ein Bahnhof. Das ist keine Haltestelle. Richtig. Dürfte man eigentlich, gibt es Vorgaben, was man machen darf, dürfte man auch jetzt Frau ruft an das Telefon gehen? Das ist verboten, weil sowas sich ablenken zu lassen. Wir haben, da sind wir ein bisschen speziell bei National Express. Dein Diensthandy hat lautlos im Rucksack zu sein. Dein privates Handy ist aus im Rucksack. Ja.
Weil stell dir vor, deine Frau ruft dich an und sagt, deine Tochter hat sich schwer verletzt. Ja. Und du fährst gerade einen Zug. Glaubst du allen Ernstes, du wärst konzentrationsmäßig noch auf der Höhe? Nee, aber ich weiß ja nicht, darum frage ich ja. Das war ja eine rhetorische Frage. Ja. Wir machen das so, dass deine Frau, es gibt für Angehörige eine Nummer, eine Telefonnummer. Ja. Die rufen dann bei unserer Leitzentrale an. Die Leitzentrale guckt dann, wo du dich gerade befindest, wartet, bis du jetzt hier in Lauendorf stehst, hat im besten Fall dann schon die Notfallbereitschaft auf den Weg geschickt, die dann deinen Zug übernimmt, beziehungsweise eine Bereitschaft, die deinen Zug übernimmt, ja, und die Notfallbereitschaft, die dich ins Auto packt und nach Hause fährt mit Blaulicht. Das sollte erstmal aussteigen. Ja. Damit du mental, also du würdest jetzt einen Anruf kriegen, deiner Tochter geht es nicht gut, mhm, der Kollege mit Blaulicht ist schon unterwegs, da steigst du dann ein, der bringt dich nach Hause. Und der andere Kollege, ein zweiter, der übernimmt dann deinen Zug, damit du da gar nichts mit zu tun hast. Und auch nicht aufgrund deiner Emotionen in Gefahr kommen würdest, die Leute hinter dir zu gefährden. Mhm. Na, das kann ja passieren. Oder du wirst ohnmächtig, weil die Nachricht dich so schockiert hat oder was auch immer, keine Ahnung. So ist das halt bei uns geregelt. Du bist nur hierüber erreichbar. Gar nichts anderes. Nee, klingt auch vernünftig, ne? Da sind wir aber einzigartig, das machen nur wir so. Bei anderen hast du, die rufen dich an und sagen, da ist irgendwas und dann muss man mit dem Taxi nach Hause fahren oder so. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Sie ich drück doch die erste. Ja, aber du musst nach 30 Sekunden auch mal aber steh doch. Das ist egal. Also in der Realität nicht, da kannst du ruhig aufstehen, aber hier beim Simulator ist das ein bisschen programmiert. Dann stellen wir dazu. Genau. Komm, pack ein. Komm, auch mal auf. Das Ding brauchen wir doch im Studio. Aber Spaß. Auf jeden Fall. Wir müssen das Hülse sagen, der Hülse baut das nach. Ja. Liebe Grüße nach Nordwalde. So, ich darf auf Fahrplan darf ich 100 fahren. Was hat das Signal gesagt? Grün. Deswegen hast du auf die, warst du da dran gezogen? Was war da noch für eine Zahl dran? Grün. Nee, da war noch eine Zahl dran. Sie kommt jetzt gleich nochmal. Aber lieber langsamer. 80. Schnellfahren wird aber gar nicht stehen. Deswegen, das sage ich auch gerade, ja, 9 immer. 80, ja. Punkt die 8. Bitte immer vor. Aber da steht das Schwarz und das ist total unterschiedlich, wie die sind. Ja, das eine war ja auch nur eine Ankündigung, dass die 80 kommt. Deswegen sage ich meinen Fahrschülern auch immer, bevor ihr losfahrt, guckt euch das Signal genau an, nehmt alle Informationen, die da drin stecken, wahr und erst dann wird losgefahren. Weil nach hinten gucken ist nicht. Mhm. So, die 80 gelten jetzt wieder bis zum Yen, weil es ja ein Ausfahrsignal war. Ja, 21.2. Genau, weil du jetzt auch über Weichen drüber fährst. Bist du da zu schnell, kann es dich aus den Weichen rausdrücken. Das heißt 21.2 heißt 21.4, weil der Zug muss ja ganz drüber sein. Richtig. Na, laut Fahrplan, hier steht schon 130, aber nicht verwirren lassen. Du musst erst den Weichenbereich abfahren. So, jetzt bin ich ja, ob ich ja mit den Vieren drin bin, das kann ich schon mal ein bisschen. Ich darf 130 auf Fahrplan fahren, Schubrakete. Und jetzt gibt es aber Humido. Ja, die Freude wird nur kurz, weil gleich kommt schon 70, 23.7. So, alle eingestiegen hier, Tür schließen. Ja, du hast gar nicht aufgemacht, aber ist egal. Falsche Seite. Ja, alle ins Gleis gefallen, ey. Alle, durchgefallen nochmal. Oh, direkt. Er macht so viel Mühe, hat sich stets bemüht und jetzt beim letzten halt versemmelt. Ah, jetzt und damit geht im Gleis. Jetzt kommt gleich noch eine Besonderheit. Wie viele Simulationsstunden musst du jetzt so eine Ausbildung zum Beispiel? Pro Jahr 2. Also wenn du ein ganz normaler Lokführer bist, musst du jedes Jahr einen Simulator für 2 Stunden. Also und wenn du die Ausbildung machst, die 9 Monate, wie viele Fahrstunden hast du da? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Was ist denn die Aufgabe hier? Wie? Denkrad 50 ist gleich angegeben, ne? Deswegen hast du quittiert. Und jetzt guck mal nach vorne, was da passiert ist. Oh, Taxi auf dem Gleis. Ja, deswegen halten wir jetzt mal an und zwar richtig schnell. Und hupen. Oder weg. Ja, der ist ja zwischen den Schranken gefangen. Taxi-typisch, ne? Immer mal drüber fahren. So, das, was wir jetzt machen müssen, ist richtig anhalten tatsächlich. Die 20 Minuten kann ich erst auflösen. Das Schlimme ist jetzt, du hast den gesehen. Was ist denn, wenn jetzt ein Zug von der anderen Seite kommt? Dann macht's bumm. Ne? Dann macht's bumm. Also machen wir Folgendes. Hier auf diesem Funk gibt es eine rote Taste. Ja. Wenn ich da drauf drücke, drücken und gedrückt halten. Weil wenn ich da drauf drücke, werden alle Gespräche, die innerhalb meiner Wabe sind, also diese im Umkreis quasi sind, automatisch abgebrochen und ein Ruf von mir zum Fahrdienstleiter aufgebaut und zu allen Zügen in dieser Wabe. Sieht dann so aus. Dauert ein bisschen. Jetzt kommt gleich noch ein Ton. Jetzt dauert das, bis er die ganzen Gespräche beendet hat. Das hört jetzt jeder Zug.
Dann nimmst du das Funkgerät in die Hand, also den Hörer, und hier drin ist eine Taste. Deswegen steht da Sprech das. Das ist jetzt wie so ein Walkie-Talkie von früher. Ja, ja. Draufdrücken, nur wenn ich draufdrücke, hört man mich. Ja. So, dann jetzt wäre der Wortlaut. Ich bin ja hier Zug 89303 hinter Bahnhof. Habe ich vergessen, wo ich bin. Taxi auf dem Bahnübergang. Betriebsgefahr. Alle Fahrten zwischen Gostenfeld und Unteraden sofort anhalten. Ich wiederhole, Betriebsgefahr. Alle Fahrten zwischen Gostenfeld und Unteraden sofort anhalten. Hier Zug 89303. Taxi auf dem Bahnübergang. Oder was halt auch immer gerade so ansteht. Dieser Text ist immer gleich. Der wird nicht abgewandelt in keiner Art und Weise. Und dann legst du auf und beendest mit der 0 diesen Ruf. Jetzt wird die Verbindung beendet und jetzt können alle wieder ganz normal telefonieren. Während du diesen Notfallauftrag gibst, kann kein Lokführer in der Wabe einen Ruf aufbauen. Und die hören alle das, was du sagst. Und jetzt hast du ausgeschlossen, dass der Zug, der dir entgegenkommt, nicht weiß, dass da ein Taxi steht. Und jetzt würde sich der Fahrdienstleiter bei dir melden. Mhm. Und dann würdest du mit ihm jetzt dann nur noch 1:1, das kriegt dann kein anderer mehr mit, besprechen, was denn da jetzt los ist. Ne? So, dann würde der Fahrdienstleiter jetzt Folgendes machen, der würde die Schranke öffnen. Dann auf. Ja, aber das Taxi ist noch da. Ja, Moment. Das Taxi fährt jetzt weg. Da. Oh! Und jetzt würde der Fahrdienstleiter den Bahnübergang wieder zumachen. Besser ist das. Da steht nämlich schon das nächste Auto. Dürftest du, muss ich mal wieder gucken, dass ich die Signale jetzt auch beachte. Warum? Weil du jetzt über die 45 gekommen bist, die du gerade noch so gesagt hast. Einfach noch an der Fahrplan gucken. Ja, ja, dann wirst du halt auch schneller. Dann sagt der Zug, zu schnell, Zubu. Sonntag. Rasa. Sonntagsfahrer. Was ist kein ICE? Die ICE ist, wenn du den du jetzt fährst, ist der gleiche Hersteller, deswegen, das sieht genau gleich aus. Ach so. Das ist der gleiche Zug, der sieht nur von außen anders aus. Also das Cockpit ist das gleiche wie hier, der ICE? Genau, die haben nur ein Bildschirm mehr, weil die halt LZB fahren, das heißt, die sehen die Signale, kriegen die auf dem Bildschirm angezeigt. Ansonsten ist das genau das gleiche. Aber jetzt, wenn wir jetzt hier die Simulation abgeschlossen haben, ne? Und irgendwann sitzen wir im Zug, ne, und er wird ohnmächtig oder sowas. Man sagt, kein Problem, genau. Wir fahren weiter. Ist ein Pilot. Ich habe 20 Minuten Verspätung. 24, um genau zu sein. 24,3. Upsi. Und dafür soll ich noch ein Ticket ziehen? Ja, aber das ist dann immer das, wo du. Das ist ja jetzt viel selbst. Da bin ich doch nichts für hier, die Baustelle. Taxi im Gleis. Ja, solche Sachen passieren und dann bist du aber der Depp, weil die Fahrgäste dich dafür verantwortlich machen, ne? Wo du da gar nichts für kannst. Echt? Gibt es da Leute, die ja wirklich ansprechen? Ja, aber was glaubst du denn? Stinkefinger oder dieses typische auf die Uhr zeigen, wenn du reingefahren kommst und sowas alles. Das ist gang und gäbe. Da muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Ich habe das am Anfang sehr persönlich genommen. Ja. Das lernt man dann irgendwann, das zu lassen, aber am Anfang hatte ich da echt mit zu kämpfen. Ja, weißt du, die sind alle 59 Minuten zu früh. Ja, weißt du, mit der Mutter und Kind. Hast du ja mal stehen lassen, ja? Toll. Ich habe auch besser zugehört. Ja. Ich habe es auch gesehen, damit das nicht so schnell kommt. Und wenn ich so schnell fahre, kommt es auch schnell, das ist klar. Bist du so leicht abzulenken? Jetzt kannst du schon ziehen, damit das Pfeifen aufhört. Ich dachte eigentlich, du warst aufmerksamer. Das sind jetzt die beiden gelben mit einer 3 drauf. Ja, wachsam, 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 zu spät. Ich bin doch wachsam, also der ist wachsam. Genau. Game over. Ich bin doch wachsam. Neustart. Scheiße, ich bin ganz sogar dran. Jetzt habe ich es auch gelernt, Peter, wenn man Alarm ausmacht. Zwangsbremsung. Und wenn das jedes Mal ausgeben soll, Zwangsbremsung, wird das ein teurer Tag für uns. Ich bin doch wachsam. So, jetzt bin ich, wenn ich mal einmal vernünftig im Bahnhof fahren, ohne Hupe, Gepiepe, Zwangsbremsung. Aber die 30 gelten nach wie vor noch. Ne? Gar nicht so einfach. Immerhin habe ich sie ja gesehen. Das stimmt. Also wachsam war. Wenn 30 gelten, soll man nicht so schnell fahren, weil man nicht drüber kommt. So, kommen wir gleich in Schlieden an.
Hoffentlich gibt es da einen Fahrstuhl am Bahnhof, was man eine Radtour da machen wollen. Kleinen blauen da, die HSV-Schilder? Das ist ein sogenanntes EL6, halt für Fahrzeuge mit gehobenem Strohhalm. Das heißt, wenn du ganz links guckst, das Gleis hat keine Oberleitung mehr. Ja. Das wäre für dich als stromfahrführendes Fahrzeug nicht so. Das ist so für diese Leute. Upsi, dupsi. Könnte eng werden für die Frau, die hinten steht. Aber du bist auch noch nicht in Vollbeimstellung, du hast noch nicht alles gegeben. Ne? Siehst du das? Wunderbar, Chef. Herzlich willkommen in Schlieden. Dann mach ich mal die Türen auf, auf der rechten Seite. Ja, alle eingestiegen. Du musst da tippitoppi. Türen wieder zu. So, grün. So ist fein. Piept nix. Schreib mich keiner an. Da siehst du, wie das geht. Wunderbar machst du das. So, Chef, was ist denn jetzt hier? Ist doch nicht so einfach alles, ne? Ja, Freunde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter. Also ich bin da, hab deutlich was dazugelernt. Ich dachte vorher ja wirklich, man gibt Gas und lenken muss man ja nicht, kann ein bisschen Handy spielen zwischendurch, ist überhaupt nicht so. Wenn ich gerade mal 5 Minuten dachte, hier läuft er gerade, habe ich wieder irgendein Signal, irgendeinen Hinweis übersehen, wo ich das, was ich mit dem Wachsamschalter hätte bestätigen müssen. Und bei dir hat es ja auch ziemlich oft gehoben, ne? Also, ja. So einfach wie gedacht ist es nicht, ne? Mal eben einsteigen und losfahren und. Und ich weiß jetzt nicht, was du als Ausbilder hier sagst. Würdest du bei uns Land sehen? Wäre da Hoffnung, wenn wir sowas machen wollen würden? Für Tag 1 war das gar nicht so schlecht. Also es ist Potenzial vorhanden. Von daher, wenn ihr wollt, können wir das gerne ausbauen. Wenn ihr euch beruflich verändern würdet, ich habe die Blanko-Bewerbungsunterlagen schon da liegen. Ihr braucht das auch nur noch unterschreiben. Gibt für mich auch keine Provision. Vielleicht ein paar Abonnenten dazu, das war es dann aber auch. Aber vielleicht für euch ja auch mal ganz interessant. Ich sage hier mal Dankeschön, dass du uns hier eingeladen hast. Sehr und auch, ja auch dein freies Wochenende und deine Zeit hier mit uns verbracht hast, für uns geopfert hast, für euch ist sozusagen. Ist die Arbeit heute hier tatsächlich. Und vielleicht die eine oder andere von euch auch motiviert, ne, sich auch mal zu informieren. Darum, ganz spannende Sache, haben wir heute gesehen. Und ist ja in Anführungsstrichen nur ein Simulator. Die Realität hält ja noch wahrscheinlich ganz andere spannende Sachen da. Also Fahrgäste, die unzufrieden sind, bereit. Die werden ja jetzt nicht simuliert, kam keiner an die Tür zu meckern. Von daher, das blieb uns ja erspart. Und uns hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Lokführer werden ja auch gesucht. Ne? Ist genau. Ja ein Beruf mit Zukunft. Ne? Genau. Und wir kriegen auch keine Provision, wenn wir euch darauf hinweisen. Also kein Werbevideo hier. Wir wollten einfach mal Spaß haben. Der Markus hat uns eingeladen. Und wie gesagt, Markus hat auch einen eigenen Kanal. Jocki 2, verlinke ich hier unten. Check das mal aus in der Videobeschreibung. Und uns beiden Experten habt ihr schon öfter mal sehen dürfen. Wobei es da nicht um Züge geht, so viel sei verraten. Da geht es nicht um Züge, genau. Müsst ihr mal gucken. Wir sind zwar da manchmal in den letzten Zügen, aber um Züge geht es nicht. In dem Sinne sagen wir danke fürs Zuschauen. Ne? Wenn noch nicht, gerne den Kanal abonnieren. Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Peter vom Kanal Black Max. Und der Jocki 2. Macht's gut. Ciao.